Prinz Harry und Meghan Markle teilten dem Innenministerium mit, dass die Familie vorhabe, im September 2022 wenige Tage vor dem Tod von Königin Elisabeth, nach Großbritannien zu reisen. Prinz Harry und Meghan Markle hatten zwar vor, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet vom 2. bis 11. September 2022 mit nach Großbritannien zu nehmen, doch ihre Sicherheitsvorkehrungen wurden blockiert. Den Informationen aus dem Urteil zur gerichtlichen Überprüfung des Sicherheitsgerichtsverfahrens des Prinzen zufolge teilten die Sussexes dem Innenministerium im August ihre Pläne mit, nach Großbritannien zu reisen, nur wenige Tage vor dem Tod von Königin Elisabeth. In der folgenden Woche traf sich RAVEC, Königliches und VIP-Exekutivkomitee, um zu entscheiden, welche Art von Sicherheitsvorkehrungen vorgesehen werden sollten. Ihre Entscheidung wurde jedoch von Harrys Anwälten als nicht rechtmäßig und schlichtweg unzureichend zurückgewiesen. RAVEC blieb standhaft und hielt es nicht für notwendig oder angemessen, ihre Entscheidung zu überdenken, selbst nachdem der Herzog von Sussex in einem Videoanruf mit dem Gremium gesprochen hatte, um seine Bedenken zum Ausdruck zu bringen. Harry und Meghan traten 2020 als Working Royals zurück und verloren infolgedessen ihr Recht auf steuerfinanzierte Sicherheit, wenn sie sich im Vereinigten Königreich aufhielten. In den USA verfügen sie über einen eigenen privaten Sicherheitsdienst, der sie stolze 2 Millionen US-Dollar, 1,58 Millionen Pfund, pro Jahr kostet. Nach der Entscheidung, ihnen im Februar 2020 ihren britischen Sicherheitsdienst zu entziehen, erhob Harry jedoch Klage gegen das Innenministerium. Seine Anwälte argumentierten, dass es rechtswidrig sei, ihm die Sicherheit zu entziehen, doch am Mittwoch stellte der oberste Gerichtshof fest, dass dies nicht der Fall sei, und die Entscheidung des Innenministeriums bleibt bestehen. Thank you.